Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Es wird mal wieder Zeit für ein außergewöhnliches Video außerhalb der sonstigen Reihe. Und zwar geht es um den Testbericht zum OnePlus-Rucksack. Das Ding habe ich jetzt Pi mal Daumen 5-6 Wochen im Einsatz gehabt. Und ich erzähle jetzt mal ganz kurz was dazu. Und ihr merkt es schon daran, allein dass ich ihn wirklich so lange benutzt habe und nicht meinen treuen Timbuktu Uptown, der jetzt ja auch schon fast 2 Jahre bei mir ist und wirklich jede Menge mitgemacht hat. Aber ich meine, das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, wenn ich es wirklich so lange durchhalte, den Rucksack zu benutzen, dann, ich sag mal so, ist der schon brauchbar. Wobei, ich nehme es direkt vorweg, eine Sache regt mich nach wie vor auf und das sind die Reißverschlüsse. Ja, bei einem Rucksack regen die Reißverschlüsse auf. Die sind ein bisschen, naja, unter dem Stoff versetzt. So, und gerade wenn man das Ding von hinten zumacht und je nachdem, wie voll es ist, sind die mal mehr, mal weniger vernünftig zu schließen. Auf ist eigentlich nie so das Problem. Aber dann gerade die Kurven, wenn man da, naja, da muss nur der Rucksack ein bisschen voller sein und dann ist die Lasche von oben runtergedrückt. Da verhakt sich nichts im Reißverschluss. Da muss man keine Angst haben. Da habe ich es auch in den ganzen Wochen nicht einmal geschafft, dass man da so irgendwie so mal zwischenfrickeln muss, wie man das so oft bei Reißverschlüssen kennt. Aber je nachdem, wie man da drückt, dann kriegt man das Ding nicht vernünftig um die Kurve geschoben. Da gewöhnt man sich dran und es ist auch wirklich was, was eher auftritt, wenn man das von hinten macht, als wenn man den Rucksack von vorne auf und zu macht. So, das ist aber, ich sag mal, das Einzige, was mich hier negativ an dem Teil aufregt. So, der Reihe nach, von außen. Der hat jetzt wirklich alles mitgemacht. Mehrere Flugreisen. Der wurde doch schon 2-mal richtig klitschenass. Ich habe von einigen gehört, die das Ding schon länger haben, gerade diese, ich sag mal, graue Version, die soll im Sommer ausbleichen. Ich hatte meinen jetzt bestimmt auch 2-3 Wochen der prallen Sonne ausgesetzt. Da ist natürlich zu kurz, um da irgendwas sagen zu können. Das nur im Hinterkopf behalten. Vielleicht eignet sich da die schwarze Version besser. Die gefällt mir persönlich vom Design nicht so richtig, aber dafür hat die schwarze noch den Vorteil. Irgendwie soll die robuster sein und dass man da nicht mehr Messer reinritzen kann und sowas. So, wie der Teil des Ding aufgeteilt ist, habe ich ja damals beim Unboxing schon gemacht. Das Ding hat viele Taschen, jedoch im Endeffekt nur 2 so richtig brauchbare, wenn man die Laptop-Tasche auf der Rückseite mal rausnimmt. Die ist auch, es ist halt, so ein Rucksack ist immer eine Sache der persönlichen Vorlieben. Ne? Wie viele Taschen braucht man? Wie will man das angeordnet haben? Wie will man den Zugriff haben? Und das gibt ja einfach nur Rucksäcke wie Sand am Meer da draußen. Ich sag einfach, was mir jetzt hier dran aufgefallen ist. Ganz auf der Rückseite, da ist die Laptop-Tasche. So, und die ist nur von der Seite zugänglich. Das kann ich leider nicht einmal komplett von oben aufmachen. Bedeutet auch wieder, ich nehme das Ding ab, hab's in der Bahn im Flieger vor mir sitzen oder also ne, zwischen den Beinen da stehen. Und jetzt kann ich leider nicht, um an den Laptop zu kommen oder an das Tablet zu kommen, naja, den Rucksack bis komplett oben aufmachen, sondern ich hakel da immer an der Seite, ne? Und da komme ich dann da rein. Die Laptop-Tasche ist vernünftig gepolstert. Da habe ich keine Angst gehabt, das Ding auch mal auf den Tisch fallen zu lassen oder sowas. Und ich habe da hinten wirklich Platz für 15er locker, auch 15er Gaming-Laptop, dicke locker. 17er lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, je nachdem. Also 15er bis 15er passt das dicke rein und man hat hier hinten wirklich jede Menge Platz. Also das auf jeden Fall. Nur da auch wieder das Problem Zugriff, Reißverschluss. Dann das große Fach. Kein Problem. Auch da könnte ich den Laptop reinpacken. Ich habe ja dann noch hier wieder diesen Eingriff dabei. Problemlos. Oben nochmal 2 Fächer, sei es für Smartphones, für Brieftasche oder was auch immer. Dann nochmal das Reißverschlussding. Das muss ich jetzt nicht durchgehen. Das passt. Dann habe ich, wie man das, ich bin ja noch so eine E-Spec-Generationsnase. Oder wie man das ja auch kennt, vorne nochmal diese normale Tasche. Auch da ein großes Fach und nochmal 2 kleine Taschen. Passt alles Standard. Da kann ich, braucht man ja nichts groß zu sagen. Und dann habe ich ja noch dieses leicht versteckte Fach an der, wenn man ihn auf, also wenn man von vorne guckt, auf der rechten Seite, wenn man ihn auf dem Rücken hat, ja eigentlich auch noch die rechte Seite. Also wenn man von hinten guckt, dann die linke Seite. Ne, an der Seite gibt es den Zugriff auf dieses doch relativ große, aber dann nicht wirklich nochmal extra gepolsterte Fach, wo ich zuerst dachte, hey super, das ist sowas Gepolstertes für die Sonnenbrillen, für Smartphone oder was auch immer. Nee, da habe ich auch noch nicht vernünftig rausgefunden, was man da so richtig reinpacken kann. Denn die Tasche ist ja auch wieder auf der Rückseite.
so richtig versteckt oder eine Geheimtasche ist es ja auch nicht. Das heißt, im Gedränge oder sowas, da kommt auch jemand von hinten dann nochmal dran, wer jetzt da denkt, das Portemonnaie oder ein Reisepass oder sowas hinzupacken. Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt, der mir so ein bisschen fehlt. Ich würde mir gerne auf der Rückseite nochmal so eine versteckte Tasche wünschen, die groß genug ist, um da dann einen Reisepass reinzupacken. Oder normalen Ausweis oder Karte oder Geld oder sowas, wo man dann halt nicht rankommt, sondern weil man das Ding nur selber auf dem Rücken hat. Oder vielleicht noch sowas Kleines, Geheimes im Gurt. Gibt's ja auch immer mal wieder, aber das sind so die Wunschträume, was ich mir dann nochmal vorstellen könnte. Ansonsten, angenehm zu tragen war er. Natürlich wird er jetzt auch im Sommer heiß. Da retten dann auch diese Polster nicht. Ne? Weder beim Rumlaufen noch beim Fahrradfahren oder sowas. Und hier unten habe ich jetzt nochmal den Durchgriff, um es auf den Trolley zu packen. Habe ich auch gemacht, funktioniert auch problemlos. Pluspunkt kriegt er meiner Meinung nach wieder, weil er auf beiden Seiten, einmal rechts, einmal links, so Fächer hat für, ich sag mal, einen Knirpsregenschirm oder noch eine Wasserflasche. 0,5er Wasserflaschen kriege ich rein, die normalen, so dicke wie Tell, diese 0,75er, die man gerade an Flughäfen oft kriegt, nicht so wirklich. Und vor allem, das finde ich auch ein bisschen schlecht gemacht, das ist einfach nur Stoff, nicht dehnbar. Ich habe hier keinen Gummizug oder sowas, um das nochmal ein bisschen weiterzumachen. Das ist hier und da ein bisschen fricklig, da eine Wasserflasche reinzukriegen. Wenn man sich aber dran gewöhnt hat, dann klappt auch das. Trotzdem, das wäre nur noch der Verbesserungsvorschlag. Und ansonsten habe ich schon irgendwelche Abnutzungserscheinungen nach 6 Wochen Hardcore-Einsatz und Hardcore-Reiseeinsatz. Nein, er ist nicht irgendwo dreckig geworden. Die Reißverschlüsse funktionieren ja auch noch, so wie ich beschrieben habe. Einzige, was unsauber ist, ist, dass halt hier und da immer mal, gerade in diesen Orange-Fächern, da noch mal Faden raushängt. Aber bisher bin ich da guter Dinge, dass das Ding auch, ich sag mal, 1-2 Jahre Hardcore-Einsatz überstehen sollte. Garantiemäßig irgendwie so Lifetime Warranty oder irgend sowas gibt es nicht. Das ist ganz normales OnePlus-Zubehör und es ist natürlich auch ein OnePlus-Rucksack. Da muss man natürlich auch, man ist Werbeträger, wenn man damit rumläuft oder eventuell. Aber ich meine, das bin ich mit einem Eastpak Adidas Nike-Rucksack, das steht da auch überall drauf. Ach ja, und die Dinger, oh, ich weiß gar nicht, ob es hieß ja irgendwo, die leuchten, wenn ein Auto drauf strahlt und dann reflektiert das Ganze. Ist mir persönlich jetzt noch gar nicht so aufgefallen. So, das soll es gewesen sein zu dem Ding. Für einen Preis von 80 Euro, finde ich meiner Meinung nach, geht's durchaus in Ordnung. Ich fand ihn auch relativ leicht zum Rumschleppen. Ich habe nochmal geguckt, das Ding wiegt 1,1 Kilo. Mein Timbuktu angeblich auch 1,1 Kilo. Trotzdem kommt der, ich weiß nicht, vielleicht steckt in den Tiefen des Timbuktus noch irgendwo ein vergessenes iPad oder sowas, aber vom Rumtragen und vom Gewicht finde ich den von OnePlus nochmal leichter. So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Das war alles, was ich dazu sagen kann, was mir nach 6 Wochen aufgefallen ist. Und für einen Preis von 80 Euro für einen vernünftig gepolsterten Rucksack, finde ich persönlich, geht es eigentlich so in Ordnung. Ja, so, ansonsten nochmal vielen lieben Dank an euch. Ihr wisst es, den konnte ich so bekommen für nur 7 Euro Versandkosten, weil ihr meine Links benutzt hattet. Da nochmal danke für und jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich werde jetzt erstmal wieder auf den Timbuktu wechseln. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!